Harter Shankar. Liebesseuche. Die Syphilis hatte schon viele Namen. Erst im 19. Jahrhundert fand man die wahre Ursache. Nicht die gerechte Strafe Gottes für unrühmliches Verhalten, sondern ein Erreger war die Ursache für die Geschlechtskrankheit Syphilis. Sie werden sich fragen, warum wir gerade die Syphilis erwähnen. Nun, im 19. Jahrhundert waren 10% der 20- bis 30-jährigen Männer an Syphilis erkrankt. Das hatte epidemische Ausmaße. Die Versorgung dieser Patienten erfolgte damals an der chirurgischen Klinik. Und warum erzählen wir Ihnen das? Kommen Sie mit in die Hautklinik und wir werden es näher erklären. Der an der Chirurgie schwerpunktmäßig mit Geschlechtskrankheiten befasste Professor Eduard Lang etablierte eine eigene Klinik für Syphilis und Dermatologie. Die dazugehörige Lehrkanzel wurde 1873 am 26. September von Kaiser Franz Josef genehmigt. Und ab 1874 hielt Professor Lang eine systematische Vorlesung für Pathologie und Therapie von Hautkrankheiten. Nun, Sie sehen, Syphilis war quasi der Katalysator für die Gründung der Hautklinik in Innsbruck. Und so sah es damals aus. Professor Eduard Lang war Allgemeinchirurg und erster Dermatovenerologe in Innsbruck. Er war auch ein Wegbereiter der Dermatochirurgie. Er hat Hauttuberkuloseherde weit im Gesunden extirpiert und mittels Lappenplastiken versorgt. Heute setzt die Hautklinik der demografisch bedingten Zunahme von Hautkrebs hochmoderne und kostensparende lokalanästhetische Operationstechniken entgegen. Diagnostisch besonders wichtig ist die histologische Aufarbeitung der Präparate. Die Dermatohistopathologie lebt außerdem von der korrekten klinisch-pathologischen Korrelation. Heute ist die Syphilis kein singuläres Thema mehr. Vielmehr kümmern wir uns generell um Erkrankungen der Haut und Schleimhäute. Und zwar so, wie es uns Professor Klaus Wolf, ehemaliger Vorstand der Klinik, vorgelebt und gelehrt hat. Ich war immer der Meinung, Dermatologie ist keine isolierte Angelegenheit. Die Haut ist Teil des Gesamtorganismus. Die Therapie- und Forschungsfelder an der Hautklinik haben sich in den letzten 150 Jahren wesentlich erweitert. Mittlerweile gibt es Schwerpunkte: Hauttumorzentrum, Kollagenosen, Lichttherapie, Infektiologie, Immunologie, Dermatochirurgie, Dermatohistopathologie, Genodermatosen und ein ausgezeichnetes klinisches Studienzentrum. Daneben gibt es 5 diagnostische Hautlabore und jede Menge Forschungsaktivitäten. Die Forschungsschwerpunkte an der Hautklinik liegen in der Immunologie der Haut, der Hautbarriere, der Histopathologie, HIV-Infektionen sowie Onkologie, aber auch Allergologie. Grundlagenwissenschaften und Patientenversorgung sind an der Hautklinik eng miteinander verknüpft. Davon profitieren unsere Patientinnen, die dadurch frühzeitig neue diagnostische und therapeutische Methoden bekommen. In den diagnostischen Hautlaboren bieten wir höchste Qualität für fachspezifische Analysen. Zudem bieten wir vielfältige Interaktionen mit den Forschungslaboratorien. Es ist nicht verwunderlich, dass Patienten, die an Hauterkrankungen leiden, manchmal einem hohen Leidensdruck ausgesetzt sind. Hauterkrankungen sind mitunter nach außen sichtbar und stigmatisieren Patienten. Für uns im Krankenhaus tätigen Personen ist es wichtig, dass wir gut zusammenarbeiten, Pflege, Ärzteschaft, Sozialarbeiterinnen und viele andere mehr. Die Basis all dessen ist unsere profunde und fachspezifische Ausbildung, besonders in Bereichen des Wundmanagements, der Dermato-Onkologie, der Lokaltherapie, die für Patienten sehr wichtig ist, und auch den Patienten als Gesamtheitliches zu sehen. Neben der direkten Behandlung von Patientinnen und der aktuellen Forschung
gibt die Innsbrucker Hautklinik das Wissen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch weiter, einerseits in der akademischen Lehre an Studierende und andererseits an die angehenden Dermatologinnen im Rahmen der Facharztausbildung. Über die Grenzen hinaus wurde das Wissen auch weitergegeben durch Lehrbücher, die aus der Innsbrucker Hautklinik hervorgingen. Das Lehrbuch von Professor Lang aus dem Jahr 1902 bis hin zum Standardwerk von Professor Fritsch und Professor Schwarz. Das Herzstück der Lehre beschreibt Professor Fritsch am besten selbst. Doch das persönliche Beispiel, das zieht sich auch durch. Das war auch die Lehrmethode zu Zeiten des Hippokrates, war auch so zu Zeiten des der ersten Wiener Dermatologischen Schule. Das waren alles sehr gute Lehrer, die Lehre der Dermatologie nicht nur durch Zeichnungen an der Tafel, sondern eben auch durch Erklären von Patienten durchgeführt haben. Und das ist aufregend, lehrreich. Und wenn man ein bisschen aufpasst, dann hat man sehr viel davon. Heute steht die Innsbrucker Hautklinik in einem exzellenten Licht da. Dazu haben in den letzten 150 Jahren viele Menschen beigetragen, geleitet von dieser Reihe von Klinikvorstellungen. In den vergangenen ca. 50 Jahren führte die sich gegenseitig befruchtende und stimulierende grundlagenwissenschaftliche und klinische Forschung zu einigen Erfolgsgeschichten. Vieles davon hat sich in verbesserter Diagnostik und Therapie niedergeschlagen. Die atopische Dermatitis stellt die häufigste chronisch verlaufende Erkrankung dar und wir haben diese Erkrankung mittels 3D-Organkulturen modelliert. Das erlaubt uns, sowohl neue Pathomechanismen und Umwelteinflüsse zu untersuchen, als auch Medikamententestungen durchzuführen. Sowohl in der Behandlung der Neurodermitis als auch der Psoriasis konnten wir in den vergangenen Jahren neben der bewährten UV-Therapie durch neue Medikamente ungeahnte therapeutische Erfolge feiern. Dank hochwirksamer und gut verträglicher Medikamente ist die HIV-Infektion inzwischen zu einer behandelbaren Infektion geworden. Die Menschen müssen nicht mehr krank werden, AIDS kann verhindert werden und die Betroffenen haben eine fast normale Lebenserwartung. Wir in Innsbruck waren immer bemüht und auch erfolgreich darin, die modernsten und aktuellsten Forschungsergebnisse in der Medikamentenentwicklung und sonstige Erkenntnisse den Patienten und Patientinnen unmittelbar zugutekommen zu lassen. Hier in Innsbruck wurde eine systematische Patientinnen-Dokumentation mit gleichzeitiger wissenschaftlicher Aufarbeitung geschaffen, die österreichische HIV-Kohorte, die international sehr gut vernetzt ist. Besonders wichtig, wir bieten zusätzlich niederschwelligen Zugang für die Therapie und Prophylaxe sämtlicher Geschlechtskrankheiten. Die Immunzellen der Haut, insbesondere die sogenannten Langerhanszellen der Oberhaut, der Epidermis, waren seit den 70er Jahren ein wichtiger Fokus der Forschungsarbeit in unserer Hautklinik. Grundlegende Erkenntnisse wurden gewonnen über die Funktion dieser Zellen, sowohl in gesunder Haut als auch in erkrankter Haut, zum Beispiel Hautkrebs oder Allergie. Im Zuge dieser Arbeiten konnten wir interessante Kooperationen mit weltweit führenden Universitäten etablieren. Herausragend war unsere langjährige Verbindung und Zusammenarbeit mit Professor Ralf Steinmann von der Rockefeller University in New York, der im Jahr 2011 den Nobelpreis für Medizin erhielt. Auf demselben grundlegenden Verständnis wie Immunzellen der Haut Immunität auch gegen Krebszellen hervorrufen können, beruhen die neuen modernen Immuntherapieformen gegen das Melanom, Stichwort hier die Checkpoint-Inhibitoren.
Die neuen Immuntherapien haben die Behandlung des metastasierten Melanoms in revolutionärer Weise positiv beeinflussen können, wenngleich auch nicht für alle Patienten. Deshalb wird in meinem Team intensiv daran geforscht, wie man mit Langerhanszellen und auch der malignen-kritischen Zellen der Haut diese Therapien verbessern kann. So wurden in den letzten Jahren Impfstrategien mit dendritischen Zellen entwickelt und auch an Melanompatientinnen angewandt. Diese Therapieansätze können in Zukunft auch mit moderner Immuntherapie kombiniert werden. Die Medizin wandelt sich rasch. Immer gezielter und maßgeschneidert können wir behandeln. Die Dermatovenerologie ist heute im Zentrum der Neuentwicklungen. Und in einem internationalen Netzwerk von Wissenschaftlerinnen arbeiten wir an der Vision, Hautkrebs bei Betroffenen heilen und zumindest Tumore in Zukunft beherrschen zu können. Und das Leiden von Menschen mit Autoimmunerkrankungen und chronisch entzündlichen Erkrankungen zu lindern, beziehungsweise durch antientzündliche spezifische Therapien zur Abheilung zu bringen. Diesem Ziel kommen wir schrittweise immer näher. In meiner Arbeitsgruppe untersuchen wir die molekularen Veränderungen während der Reifung der dendritischen Zelle. Diese Reifung geschieht hauptsächlich während einer Immunreaktion. Dabei untersuchten wir auch die Immunreaktion auf neutrale und allergieauslösende Lipokaline. Diese Forschung beantwortet für diese Gruppe von Proteinen die Frage, was macht ein Allergen zu einem Allergen? Ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Allergieforschung in unserer Klinik ist unter anderem ein EU-Interreg-Projekt, das wir vor einigen Jahren begonnen haben und mit dem wir zeigen konnten, dass wir erfolgreich Patienten mit einer Apfelallergie und auch die damit verbundene Birkenpollenallergie behandeln können. Wir sind drauf und dran, das Waisendasein vieler seltener Genodermatosen zu beenden. Die neuen molekulargenetischen Möglichkeiten haben zu einer Revolution in der Diagnostik geführt. Viele individualisierte Therapien bahnen sich an. Das zukünftige Ziel muss es daher sein, genetische Hauterkrankungen, salopp gesagt, reparieren zu können. Die Haut ist als Forschungsobjekt wunderbar zugänglich, interdisziplinär bearbeitbar. Und in einigen Bereichen wie Immuntherapie und Gentherapie ein Schrittmacher der Forschung und der Personalisierung der Medizin. Für uns ist es wichtig, die Behandlung und die Pflege von hautkranken Patientinnen in der Zukunft weiterzuentwickeln. Dafür ist es notwendig, die dermatologische Forschung, aber auch die Lehre auf hohem Niveau und auf translationaler Ebene weiterzuführen. Und wir feiern das 150-jährige Jubiläum mit einem großen Dankeschön an alle, die auf die unterschiedlichsten Weisen dazu beigetragen haben. Unsere besten Wünsche gehen nun an die vielen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Hautklinik in all ihrer Vielfalt in die nächsten 150 Jahre hineintragen werden. Auf eine gute, erfolgreiche und freudvolle Zukunft.